Guten Morgen ohne Sorgen, Freunde der Bundesliga-Prognosen. Oder der schlechten Bundesliga-Prognosen. Es ist wieder soweit, Spieltag 20, Freunde. Und wir starten direkt los mit der ersten Partie. Heute Freitagabend, Eintracht Frankfurt gegen die Arminia aus Bielefeld. Bielefeld, ganz ehrlich, die zweitformstärkste Mannschaft der Liga hinter Union Berlin. Aus den letzten 4 Spielen 2-mal gewonnen, jetzt 2-mal unentschieden, 4 Spiele in Serie ungeschlagen. Ganz ehrlich, ich glaube, dass da auch gegen die Eintracht was möglich ist. Klar, es ist ein Auswärtsspiel, aber Fans dürfen, glaube ich, sowieso kein Stadion aktuell. Und Frankfurt hatte zwar vor der Winterpause eine gute Form, jetzt aber ja, noch kein Sieg im neuen Jahr. Trauen wir der Arminia? Ja, komm. Komm. Überraschungssieg 2-1 für die Arminia aus Bielefeld. Da bin ich gespannt, ob der Tipp aufgeht. Und dann gehen wir schon in die Samstagskonferenz. Gladbach gegen Union Berlin. Ja, die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein. Union Berlin im Pokal-Viertelfinale, das Derby gegen die Hertha gewonnen, gerade 3-2. Und Gladbach hat sich einfach mal eiskalt 3-0 gegen Zweitligist Hannover blamiert. Ja, Adi Hütter steht brutal unter Druck und Gladbach kommt da unten einfach nicht so wirklich raus. Wie gesagt, 22 Punkte, der Sieg gegen die Bayern war eben wichtig, aber ansonsten nicht wirklich viel gewonnen in letzter Zeit. Da ist einfach der Wurm drin. Union Berlin hingegen, 31 Punkte, einen Punkt hinter Hoffenheim, 2 hinter Leverkusen und einfach auf Platz 5. Also die spielen da wieder vorne mit ums internationale Geschäft. Was es dann am Ende sein wird, Europa League, wieder Conference League oder vielleicht sogar Champions League oder halt auch gar nichts. Ganz ehrlich, Union in der Champions League, da hätte ich schon brutal Bock drauf. Ich glaube zwar nicht, dass sie es packen werden, da glaube ich doch, dass Leverkusen und Hoffenheim die Plätze 3 und 4 untereinander ausmachen, aber Union Berlin zumindest auf Platz 5 in der Europa League, kann ich mir schon vorstellen. Gegen Gladbach, da glaube ich, dass Gladbach einfach eine Reaktion zeigen wird nach dem letzten Spiel und ja, 1-1. Greuther Fürth gegen die Mainzer. Greuther Fürth seit 3 Spielen ungeschlagen, zwar keins gewonnen, aber 3-mal in Serie X gespielt. Die drittbeste Form der Liga, by the way, also ganz, ganz wild. Und Mainz, ja, da war die Euphorie. War die Euphorie jetzt größer, ist jetzt auch blöd, denn man ist immer noch nur 3 Punkte hinter Platz 6. Und 4 Punkte vor Platz 11, also dann ist wirklich die letzte Mannschaft, die da oben mitspielt. Aber es ist halt doch jetzt nur Platz 10 und gut, was darf man erwarten? Die wären letztes Jahr fast abgestiegen, aber man hatte kurzzeitig auch so irgendwie das Gefühl, dass die auf Platz 7, 8, 6 irgendwo mitspielen können. Das können sie nicht, aber Platz 10 ist ja ganz solide für die Mainzer. Ich glaube, gegen Fürth gibt es wieder mal einen Sieg. 2-0 für Mainz, denn Fürth, ganz ehrlich, es waren halt nur Unentschieden und das hört jetzt mal wieder auf. Nicht zu viele Punkte machen, damit Schalke nicht der schlechteste Absteiger aller Zeiten bleibt. Freiburg-Stuttgart. Ja, Stuttgart. Stuttgart hat es jetzt wirklich hinbekommen, dass sie einfach auf einem direkten Abstiegsplatz stehen. Hätte ich nicht gedacht am Anfang der Saison. Genauso wenig, dass natürlich Freiburg da oben mitspielt. Aber irgendwas muss bei Stuttgart, hätte ich mir wirklich gedacht, nach der letzten Saison, dass die da wirklich wieder solide oben mitspielen werden. Tun sie aber nicht. Solide im Mittelfeld tun sie aber nicht. Tun sie einfach nicht. Dafür Freiburg, gut. Freiburg macht halt Freiburg-Sachen. Ist einfach so. Stuttgart, ja, das im Pokal von Freiburg gegen Hoffenheim war auch wieder richtig stark, das 4-1, aber man muss ja ein bisschen was riskieren, wie gesagt, und daher tippe ich auf ein 2-2. Stuttgart nimmt zumindest einen Punkt mit. Hoffenheim gegen Dortmund, die Top-Partie morgen eigentlich schon, denn ja, das ist Platz 2 gegen Platz 4, besser geht fast nicht. Und ich weiß nicht, ob es nur mein Bauchgefühl ist, aber ich habe irgendwie immer so das Gefühl, dass sich Dortmund gegen Hoffenheim schwer tut. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie stimmt, aber mein Bauchgefühl habe ich irgendwie so in Erinnerung, dass sich Dortmund da schwer tut. Und ich traue Hoffenheim auch wieder einen Sieg zu. Klar, Dortmund wird eine Reaktion zeigen nach der Pokalniederlage gegen St. Pauli. Aber ich glaube, das wird wieder ein
Nee, komm, es wird ein torreiches Spiel. Ein 3:2 für die Hoffenheimer gegen Dortmund. Keine Ahnung, ob das ist wirklich absolutes Harakiri, aber Hoffenheim spielt wirklich einen sehr gepflegten Ball. Und klar, die Niederlage jetzt gegen Freiburg im Pokal, das 1:4, das war, glaube ich, der Ausrutscher. Fußball ist halt einfach unpredictable und ich tippe einfach auf ein 3:2 für die Hoffenheimer. Leverkusen gegen Augsburg, da gucken wir mal, ob Augsburg-Neuzugang Ricardo Pepi jetzt mal von Anfang an spielt und ordentlich rasiert gegen Leverkusen. Aber da würde halt für mich im ersten, ja, mein erstes Bauchgefühl war vielleicht sogar jetzt unentschieden zu tippen. Aber Leverkusen ist dann, ja, Leverkusen ist halt, die spielen halt auch einen sehr schönen Ball aktuell. Haben sie jetzt wieder gefangen, aber nee, komm, mach mal 1:1. Augsburg holt hier einen Punkt und bringt der Punkt Augsburg. Ja, Augsburg ist jetzt auf Platz 15. Die sind aktuell nicht mehr auf dem Relegationsplatz und nicht auf einem direkten Abstiegsplatz. Also Punkt für Augsburg. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das geht schon. Bochum gegen Köln. Morgen Abend, Samstagabendpartie. Steffen Baumgart, der hat ja schon fast Stress bekommen, da die Köln auf Platz 9, aber in Schlagdistanz zum internationalen Geschäft, dass sich der da einen kurzärmeligen Anzug dann ziehen muss. Gegen die Bochumer, die mit Platz 11 absolut zufrieden sein können, im Pokal auch weiter sind, der FC ja draußen. Und da muss ich... Das sind so Partien, die kannst du einfach nicht tippen, also da... Da kannst du nicht sagen, ja, deshalb und wegen Modest gewinnt Köln oder so. Gut, das kann man natürlich immer sagen. Aber, nee, komm, minimalistisch wie immer. Bochum, wieder mit einem 1:0-Sieg. Ja, damit kennen sie sich aus. Ich glaube, die haben alle ihre Spiele, die sie gewonnen haben, so gefühlt nur mit 1:0 gewonnen. Und dann geht's weiter am Sonntag um 15.30 Uhr mit dem wunderschönen Spiel RB Leipzig gegen Wolfsburg. Also, absolute Tradition da am Start und ja, toll. Da werden sich ja viele am Sonntagnachmittag einschalten und sich diesen absoluten Leckerbissen genehmigen. Vor allem, wenn man sich dann freiwillig ein Florian Kohfeldt-Spiel anschauen muss, denn, keine Ahnung, ja, die haben jetzt gegen Hertha einen Punkt geholt, die Wolfsburger, aber das war so klar, dass das, wenn dann ein 0:0 wird, denn offensiv ist bei den Wolfsburgern so absolut tote Hose. Zweitschlechteste Offensive der Liga, nur Fürth ist schlechter. Und ganz ehrlich, das glaube ich auch nicht mehr lange, denn Wolfsburg, das ist wirklich... Also, wie gesagt, Florian Kohfeldt als Bundesliga-Trainer sehe ich persönlich einfach nicht. Und was sich Wolfsburg da gedacht hat, da war die Verzweiflung schon riesengroß. Ich glaube, ich habe ihnen sogar einen Punkt gegen die Hertha zugetraut letztens, aber gegen Leipzig, sorry, auch wenn Leipzig nicht wirklich... ja, in der Überform ist, aber die letzten Spiele haben sie wieder gewonnen. Ja, komm, nee, 3:0 für Leipzig und fertig. Und dann das letzte Spiel, Sonntagabend, Hertha gegen die Bayern, also der Big City Club gegen den Serienmeister aus München. Können wir auch schnell machen. Bayern wird sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und Bayern wird sich gegen Berlin auch nicht wahnsinnig schwer tun. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, ja. Hertha wird treffen, das sage ich auch. Ich glaube, die Hertha macht das eine Tor zumindest, aber mehr dann auch nicht. Und wenn ich jetzt mal so in den Raum werfe, ein 4:1 für den FC Bayern, da glaube ich, bin ich ganz gut dabei. Also 4:1 für die Bayern, ein deutlicher Auswärtssieg. Ja, und dann gucken wir mal, was heute Morgen und am Sonntag so passiert. Wie falsch ich gelegen bin, oder vielleicht habe ich ja alle Tipps richtig, aber... ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ja, schreibt mir natürlich gern eure Tipps in die Kommentare und ich wünsche euch allen einen spannenden Bundesligaspieltag. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao und bis bald, Ronaldo.